Showdown. Da sind wir auch wieder hier in SWAT mit eurem Alpha Chief Halo 5 Multiplayer und ja, wir haben ja 2018, ist ja klar. Aber das, was wir noch nicht besprochen haben, ist, was sind denn eure schlechtesten... Kacke, ist das peinlich, fängt das schon wieder gut an. Eure schlechtesten Games 2017. So, jetzt aber. Eure schlechtesten Games 2017, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Weil es gibt so ein oder andere Spiel, was jetzt nicht so, was so gut ankam. Ah, da muss ich aber aufpassen. Was nicht so gut ankam und, ja, darüber können wir zum Beispiel reden. Zum Beispiel bei mir war das, ja, Mass Effect Andromeda, das war jetzt für mich nichts. Also etwas, was leider in die Hose ging, meiner Meinung nach. Also, nee, ne? Du Sausack. Was nicht so, ja, mich angesprochen hat. Am Anfang dachte ich, oh cool. Letzten Endes, oh shit. Das war jetzt nicht so prickelnd, wo ich dachte, boah, das könnte jetzt ein Game werden, was echt... Ja, es hat mich einfach enttäuscht letzten Endes. Wieso kann ich nicht sofort wieder schießen? Na, ey, es gibt's doch jetzt gar nicht, Digga. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wie gesagt, Andromeda war so mein Ding, wo ich sagte, oh, das war Käse. Das war wirklich Käse. Spartan am Boden. Ja, etwas, was überhaupt gar nicht Spaß gemacht hat. Genauso wie jetzt gerade für mich diese Runde. Also, eigentlich hatte ich vorgenommen, mich ein bisschen pfiffiger anzustellen. Aber egal, wie ich das mache, wird das hier nichts so. Ist egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Games 2017, eure schlechten Games. Boah, Alto Belly, ey. Du ziehst nur ein bisschen nach hinten, geht er auf den Boden. Ja, Drecksack. Ich glaube so, ich bin echt so ein Motorik-Crasher, also ich krieg das nicht gebacken, ich schwör's dir, ich krieg das nicht gebacken. Da, das war jetzt peinlich, er stand da, das war peinlich, Gott, ich bin echt so ein Motorikloser Idiot. Gott. Ey, da bin ich zu langsam. Aber ich bin zu schnell. Aber er. Also Gefühl, ich bin so teilweise zu schnell. Das habe ich aber ein bisschen. Bisschen Schiss. So. Na? Ey, es gibt. Bist du abgeschossen beim Ausweichen? Kea, ey. Okay, macht halt Laune. So, wie gesagt, Mass Effect Andromeda. Boah, war so für mich das Game, was ich kacke fand. Also was überhaupt mir nicht Spaß gemacht hat. So, was überhaupt mir nicht Spaß gemacht hat und deshalb muss. So. Ah, angehittet. So, weg mit der Birne. So, weg. Jetzt gucken wir jetzt hier oben. So, da oben. Das schafft man sowieso nicht mehr. Hui, Alto Belly. Wasser. Hm? Versuch's einfach, ist egal, ob ich sterbe. Aber ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Ja, wie gesagt, das war bei mir Mass Effect Andromeda. Das war einfach leider kein Erfolg
Für mich. Swing. Hoffen wir mal. Oh. Okay. Hoffen wir einfach mal, dass es vielleicht in Zukunft besser wird. Erstmal haben die, glaube ich, keinen Bock auf Mass Effect. So, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was bei euch nicht gut dieses Jahr ankam. Ich habe auch mitgekriegt, zum Beispiel, diese Galaxy of Guardians. Die Guardians of the Galaxy, so rum. Von Telltale. Das war jetzt nicht so. Knorke. Das kam also nicht so gut an und es ist also kein gutes Jahr. Also, was heißt kein gutes Jahr? Es gab eigentlich schon gute Games, aber für Mass Effect tat es mir mega, mega leid. Oh, ich bin sogar Erster geworden. Leck mich fett. Für Mass Effect hat es mir ein bisschen leid, weil ich habe mich so mega drauf gefreut, habe mir das Spiel extra gekauft und dann boom. Star Wars Battlefront 2. Eigentlich super Gameplay. Das ist kein Thema. Nur dieses Lootbox-System, dass du irgendwo oder dieses was heißt Lootbox, nicht nur Lootbox-System, sondern einfach dieses Microtransaction, also mit diesem Geld, also du bist gezwungen einfach für alles zu zahlen. Nee. Kein Bock. Das ist kacke. Genauso für jeden Charakter muss irgendwie Geld zahlen. Du hast kein Geld, kannst keinen Supercharakter nehmen. Das ist doch, Leute. So, irgendwie anders, keine Ahnung. Das war so ätzend, einfach nur. Schreibt mal eure Games rein, das würde mich interessieren. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Alpha Chief, ciao.